Rummenigge hat die Schnauze voll, Eberl weiß, wer es wird und Tippspiel. Moin, mein Name ist Christoph. Oh ja, heute ist Freitag und das sind die Daily News. Dass sich Hansi Flick und Hasan Salihamidžić nicht so richtig gut verstehen und auch nicht immer einer Meinung sind, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle. Und es scheint auch so, dass das Ganze nicht mehr intern zu lösen ist. Denn der Chef hat sich jetzt hingestellt, mit der Bild gesprochen und er will Ruhe im Puff. Was will er? Ruhe im Puff. Er sagt nämlich, dieses Thema muss ein Ende haben. Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen, zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche. Ja, es wird nämlich auch berichtet, dass die Fronten mittlerweile so verhärtet sind, dass eine Zusammenarbeit in der Zukunft über die Saison hinaus eigentlich nicht mehr vorstellbar ist. Wir bleiben bei den Bayern und ich glaube, das ist jetzt diese Zeit, vor der alle gewarnt haben vor der Saison, mit dieser krassen Belastung, mit dieser unglaublich zusammengestauchten Saison. Denn die Bayern haben Verletzungssorgen. Robert Lewandowski ist verletzt, aber jetzt sind auch noch beim Champions-League-Spiel gegen Paris Niklas Süle und Leon Goretzka verletzt ausgewechselt worden. Beide haben wohl laut Flick muskuläre Probleme. Was das Wochenende angeht, für das Spiel gegen Union wird bei beiden wohl eher nichts. Auch beide stehen auf der Kippe, was das Champions-League-Rückspiel gegen Paris angeht. Eine offizielle Diagnose gibt es noch nicht, aber die Bild meint zu wissen, was es ist. Niklas Süle hat wohl einen Muskelfaserriss und Goretzka eine Zerrung im Oberschenkel. Kommen wir zu einem interessanten, aber auch sehr wilden Bericht aus Spanien. Die AS berichtet, dass ein Transfer von Erling Braut Haaland bei Real Madrid oberste Priorität hat. Es soll sich dabei um ein Paket in Höhe von, und jetzt haltet euch fest, 270 Millionen Euro handeln. 150 Millionen Euro Ablöse plus 120 Millionen für einen 6-Jahres-Vertrag. In diesem Bericht steht auch, dass aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Florentino Perez und Hans-Joachim Watzke das Ganze per Ratenzahlung dann geschehen soll. Wie gesagt, solche Berichte sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber vielleicht ist ja was dran. Ich persönlich glaube immer noch eher daran, dass Real Madrid Kylian Mbappé ganz oben auf der Liste hat. Es war abzusehen, aber jetzt ist es offiziell. Steffen Baumgart wird den SC Paderborn zum Saisonende verlassen, seinen Vertrag nicht verlängern. Das hat der Verein jetzt bekannt gegeben. In einem Statement dazu hat er gesagt, in den vergangenen Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nun Zeit ist für eine Veränderung. Ich bin den Verantwortlichen in Paderborn und insbesondere Fabian Wohlgemuth sehr dankbar für die offenen und vertrauensvollen Gespräche. Jetzt konzentriere ich mich voll auf die Endphase der laufenden Saison. Einen neuen Job hat er noch nicht, aber er sagt auch, er ist da ganz entspannt, weil selbst wenn nicht das Richtige um die Ecke kommt, er könnte jetzt auch erstmal entspannen. Hat er überhaupt kein Problem mit. Der erste FC Köln soll ihn ja aber wohl für einen möglichen Gisdol-Nachfolger im Visier haben. Apropos Trainer. Max Eberl, der hat sich wohl festgelegt, wer der neue Trainer von Gladbach werden soll. Verraten will er es, vor allem nach dem ganzen Hickhack mit Xabi Alonso, aber noch nicht. Wir sind uns klar, wer es werden soll. Beim Zeitpunkt lassen wir uns aber nicht in die Karten schauen. Es ist, so sagt er, schon länger sehr klar, wer unser neuer Trainer sein soll. Ich weiß, dass man immer versucht, mir etwas zu entlocken, aber auch dieses Mal bleibe ich standhaft und werde die Frage diesbezüglich nicht beantworten können und wollen. Ja, wer kann das sein, dieser ominöse neue Trainer von Gladbach? Adi Hütter von Frankfurt gilt ja als Top-Favorit, würde mich aber auch nicht wundern, wenn der sagt, nur ich bleib noch ein Jährchen bei der Eintracht, jetzt wo wir es in die Champions League geschafft haben. Das will ich schon miterleben. Vielleicht zaubert Eberl ja aber auch wieder mal eine große Überraschung aus dem Hut. Ich werfe einfach mal so ein paar Namen raum, die man auch zum Teil weniger gehört hat. Was ist mit Pellegrino Matarazzo von Stuttgart? Was ist mit Jesse Marsch von Salzburg oder Erik Ten Hag? Ja, den hat man schon häufiger gehört, aber ist auch so ein bisschen abgeflaut jetzt. Marsch und Ten Hag wären meine beiden Top-Kandidaten. Und jetzt noch eine ganz wilde Idee. Ich meine, Xabi Alonso wäre eine Überraschung gewesen, aber wisst ihr, wer noch eine größere Überraschung sein könnte? Xavi. Ja, der wäre auch mal bereit für den nächsten Step im Trainerbusiness, oder? Und vielleicht hat sich der Bildreporter ja auch einfach verhört. Xavi, wer weiß. Es ist wieder Freitag und das heißt, es ist Zeit für unser Tippspiel. Sky 6er-Pack App einfach kostenlos runterladen, kostenlos in der OneFootball-Tippliga anmelden. Link zur App und den PIN zur Liga findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dann einfach richtig tippen. Alle 6 Spiele vom nächsten Bundesligaspieltag und dann habt ihr die Chance auf 100.000 Euro. Und vor allem tretet ihr dann auch gegen unsere drei Tipp-Koryphäen an, Nico, Niklas und Pavel.
Wir schauen mal, wie immer, was die drei Jungs getippt haben. Niklas glaubt, dass Werder einen Punkt gegen Leipzig holt zu Hause. Ja, okay. Oh, keiner glaubt an Dortmund. Auch interessant. Zweimal unentschieden und Niklas glaubt, dass Stuttgart sogar gewinnt. Was natürlich klar ist, dass Niklas an den Gisdol-Effekt glaubt und er sich rettet gegen Mainz im Abstiegskampf. Ansonsten irgendwas Erwähnenswertes. Niemand glaubt an Hertha. Oh, Pavel glaubt an den Sieg der Frankfurter im Spiel um Platz 3 sozusagen. Da habt ihr auf jeden Fall eine Chance, würde ich mal so sagen, auf die 100.000 Euro. Jetzt einfach mitmachen. Wie gesagt, Link und Pin in der Videobeschreibung. Und dann war es das auch schon von den Daily News für heute, für diese Woche. Nachher gibt es leider keine Tierlist, denn wie ihr wisst, ich war so ziemlich alleine hier diese Woche. Niklas hatte Urlaub, nächste Woche ist er aber wieder zurück. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, macht's gut, ciao.